Temperaturen in der Arena, das haben wir jetzt ja schon öfter gehört, dass es sehr warm ist. Dementsprechend natürlich auch mit viel Schweiß verbunden. Auch an der Hand, wenn du natürlich einen Handschuh hast, den der Kühl besser gleiten kann, macht es das sicherlich etwas leichter. War wohl für Kyle Wilson eine Lehre aus dem ersten Match, die er da gezogen hat. Ist ja ohne Probleme in die zweite Runde eingezogen, nach dem 4:1-Erfolg in Runde 1 gegen Martin O'Donnell. Gleiches Ergebnis übrigens für Mark Allen gegen Anthony McGill. Der hatte da vielleicht leichte Anlaufschwierigkeiten, Probleme noch mit dem Touch in Frame Nummer 1. Ab dem zweiten allerdings, und es war nicht das überragende Lochspiel, es war das Matchplay von Mark Allen, das beeindruckend war. Im Moment hat er es im Griff gehabt. So, die verschossene Rote bietet natürlich eine wunderbare Gelegenheit für Kyle Wilson. Ja, das Objekt der Begierde natürlich. Ist man nicht gewohnt bei Kyle Wilson. Die Umstände habe sie bereits erzählt, sie hat bereits erklärt hier in der Arena im Centaur. Doch sehr hohe Temperaturen. Sehr hohe Feuchtigkeit. Also über das Schwitzen haben einige Spieler schon gesprochen. Das teilweise zum Problem wird, wenn du in den Stoß gehst und dir der Schweiß von der Stirn läuft. Nein. Best of Seven, der Modus ja bis inklusive des Achtelfinals hier bei dem British Open. 16. Heute Nachmittag komplettieren wir die Runde der letzten 32, die dann am Abend ihren Auftakt findet. 17. Drittrunden-Matches zwischen Gary Wilson und Mark Williams, unser Live-Match hier am TV-Tisch. Ronzi Schön fordert Hossein Wafai, Matthew Stevens, Fergal O'Brien und Mahai Long. Trifft auf den Überraschungsmann von gestern, auf Hamad Mia. Auch wenn ihn da jetzt pink. Gelegenheit dafür, die Tischzeit zu verlängern. False. Zum ersten Mal da ein bisschen die Kontrolle über den Spielball verloren, kann das gut korrigieren. Ist ja einer, der mit Hilfskö sehr erfolgreich arbeitet.
An den Nebentischen laufen nach wie vor die ersten Matches des heutigen Nachmittages. Mark Selby, da haben wir vorbeigeschaut. 3-2 vorne jetzt gegen Tianping Fei. Chester from Leicester gewinnt 3 Frames in Folge und ist jetzt natürlich aktuell auf der Überholspur. Matthew Selt gerade eben 3-1 in Führung gegangen gegen Zach Surety. Und immer noch 2-1 zwischen Ash Carty und Daniel Wells. Kriegt es auch zum zweiten Mal ausgebügelt. Da läuft der Spielball zu hoch raus. Wieder verliert er die optimale Stellung. Wieder aber kann er es korrigieren. 56. Mit einem dünnen Ball. Tschüss, Karen. Danke. 64. Thank you. 65. Die nächste rote bereits der 72. Ausschlaggebend für dieses Break natürlich dieser fatale Fehler von Mark Allen, der diese lange rote verschießt. 73. Dann auf die gegenüberliegende Seite genau vor den Einlauf. Praktisch auf dem Präsentierteller liegen bleibt für Kyron Wilson, der diese Chance nutzt. Jetzt bereits zu 73 Punkten. 67 noch auf dem Tisch. Schwarz und spätestens die nächste rote macht in dem Frame dann auch endgültig sicher. 80. Sind jetzt doch schon 4 Fouls, die Mark Allen bräuchte. Denn Kyron Wilson verpasst hier eine bessere Stellung auf die Rote. Wieder eine dünne Korrekturmaßnahme. Das geht zum dritten Mal gut. Chance erlebt also weiter hier das Match mit einem Century zu eröffnen für Kyron Wilson. Eins hat er bereits gespielt in seinem ersten Match. Da war es eine 104 gegen Martin O'Donnell. Es wäre sein 15. Century in dieser Saison. Es wäre das insgesamt 399. für Kyron Wilson. Jetzt traue ich mich dann auch selbst, bei 3 Roten, die noch auf dem Tisch sind, über das Maximum zu sprechen. 96. Immer sehr vorsichtig und gebannt. Ja, die Rote links, die wird sicherlich das Zünglein hier werden. Ob es denn dann 97. auch tatsächlich was werden kann mit einem Maximum-Break für Kyron Wilson.
Niemal ist ihm das bereits gelungen. Century ist perfekt. 104. Aber das wäre natürlich ein Gala-Auftakt. Stolperstein, ich sag's noch mal gerne, kann diese Rote da links an der Bande werden. 105. Klasse. Bleibt trotzdem ein schwerer Ball, kriegt die nicht voll genug raus. 112. Zieht die weiter nach oben, als ihm das lieb war. So gesehen war natürlich die rechte Mitteltasche. Dafür hätte er mit dem Spielball eher direkt hinter Rot kommen müssen, die nicht so weit nach oben in den Tisch verlieren. Könnte ihn jetzt das Maximum kosten. Das ist im Moment des Ärgernisses, aber insgesamt, glaube ich, kann er mit diesem Einstieg schon sehr zufrieden sein. Auch wenn er hart dafür kämpfen musste, hier von Rot jedes Mal auf Schwarz zu kommen. Und ausgerechnet auf die letzte Rote. Kommt er da durch? Schaut sich das sehr genau an. Ich glaube nicht, dass das reicht. Also, wenn er die grüne Tasche anvisiert. Nein, weicht ab und versucht sie über die gelbe. Boah, versucht sie. Schöner Quickshot, der geht natürlich auch daneben. 112 Punkte am Ende bleiben stehen für Kyle Wilson. Der scheitert zwar am Maximum 14 Mal rot, 14 Mal schwarz, trotzdem gelocht. Starker Auftakt. Spannende Entscheidung in Frame Nummer 6 an Tisch Nummer 2. Da haben wir gerade mal rüber geschaut. Die 65 Punkte von Tian Pengfei können theoretisch nicht reichen. Hier sind wir noch mal drauf. Rückstand 50 Punkte. Plus die Farbe, die er jetzt noch vom Tisch holt, schwarz. 43 Punkte jetzt der Rückstand bei immer noch 51 auf dem Tisch. Möglich ist das allemal noch. Liegt alles bis auf die letzte Rote da links an der Bande offen für Mark Selby im Tisch. Frame Nummer 2. Wir waren nah dran am Maximum Break. Die letzte Rote. Die wollte nicht so wie er, wie Wilson wollte. Blieb am Ende also bei 112 Punkten hängen. Trotzdem großartiger Auftakt. Ein Fehler von Allen, diese lange Rote, hat ausgereicht. Ist der Druck für Mark Allen auch zu groß hier? Theoretisch. Der einzig Verbliebene, der noch die neue Nummer 1 der Welt werden könnte. Nachdem Luca Brasil ja bereits ausgeschieden ist in der ersten Runde. Und den hätte ja der Einzug ins Achtelfinale gereicht. Die dritte Runde wäre für den Belgier ausreichend gewesen. Mark Allen dagegen, die aktuelle Nummer 3 der Welt, dem reicht es nicht, ins Finale zu kommen. Dann fehlen ihm zwar nur ein paar Pünktchen, aber er bleibt weiterhin hinter Ronnie O'Sullivan. Sollte er das Turnier hier gewinnen, indem er ja im Vorjahr im Finale stand, dass er gegen Ryan Day verloren hat, dann wäre er die neue Nummer 1. Eins von zwei großen Etappenzielen für den Nordiren, abgesehen vom WM-Titel, ist noch in Reichweite. Klasse Safety. Richtig gute Safety von Kyle Wilson. Direkt hinter Schwarz.
Ein bisschen überraschend kam sie schon, diese Qualifikationsniederlage von Karen Wilson. Wird nicht bei den Wuhan Open dabei sein und hat da 4-5 gegen He Guoqiang verloren. Weiterer junger Chinese, der sich hier aufmacht, die Snookerwelt zu erobern. Mark Allen dagegen ist für Wuhan qualifiziert. In der Titelverteidigung scheiterte er im Viertelfinale bei dem European Masters in Fürth in diesem Jahr für Kyron Wilson, der dort gegen John Higgins verloren hat. Übrigens gleicher Gegner dann im Achtelfinale beim Shanghai Masters. Und auch da war er der Verlierer. Sehr stark abgelegt. Oben an der Bande liegt diese rote sicher. Die Rote da oben hat zwar ein bisschen Luft, die Mark Allen da abgelegt hat, aber der Spielball unten ja direkt an die Bande geklatscht. Kein schlechter Versuch von Wilson, aber die kommt weit zurück in den Tisch. Auch diese Chance kann Allen nicht annehmen. Braucht auch heute wieder eine gewisse Anlaufzeit. Ähnlich wie in seinem ersten Match gegen Anthony McGill. Auch da ist in Frame Nummer 2 dann final erst der Knoten geplatzt. Und dann hat er die Partie wirklich gut im Griff gehabt. Ja, noch gibt es hier keinen Grund zum Lächeln, offenbar, für den Nordiren. Hartes Duell an Tisch Nummer 4. Immer noch zwischen Daniel Wells und Ashley Carty. 43-21 für Carty, 35 Punkte noch auf dem Tisch. Es ist ein hartes taktisches Duell, das schon seit geraumer Zeit seinen Sieger sucht.
Hätte die Blau nicht berührt, wäre es wieder eine wunderbare Safety gewesen. Von Kevin Wilson. So lässt die zumindest noch kleine Wünsche offen. Aber wenn Mark Allen die wirklich als Einsteiger nutzen möchte, braucht es einen richtig guten langen Ball. Wow. Ja. Alleinschlossenheit. Aber dann kriegt er keine Stellung auf Schwarz. Da wird er nicht belohnt für diesen wunderbaren Einsteiger, den er hier liefert. Klasse Ball von Allen. Bekommt keine Stellung. Und so wird es nicht mehr als ein Shot to nothing. Für den Spieler der Saison 22-23. Ja, und auch für Kevin Wilson wird das hier schwer fortzusetzen, auch wenn es wieder auch von seiner Seite jetzt ein schöner langer Ball war. Auch für ihn keine wirklich gute Fortsetzung möglich, also keine klare Fortsetzung möglich. Hier bietet sich natürlich ein Snooker an. Gelb nicht weit genug rechts rüber, aber es reicht trotzdem, um hier den Snooker zu legen. Keine rote vollumfänglich sichtbar für Mark Allen, muss also über die Bande kommen. Tempo ist gut. Höchst ausgeglichen die Statistik der beiden. Wir haben ja vor diesem Match geschaut, der 12 Matches bisher gegeneinander gespielt worden. Zwischen Allen 6 Siege Mark Allen, 6 Siege Kyle Wilson. Das macht einen sehr brüderlichen Eindruck. Die letzten beiden Matches konnte allerdings Mark Allen für sich entscheiden. Okay, Championship in der letzten Saison. Haben sich die beiden ja in der zweiten Runde getroffen. Das war ja der zweite Turniererfolg in der Vorsaison für Mark Allen, nachdem er zuvor ja schon den Titel bei den Northern Ireland Open erfolgreich verteidigen konnte, in seinem Heimturnier. Ja, und neben den Northern Ireland Open und den UK Championship hat er dann ja auch gleich noch den World Grand Prix gewinnen können. Das war ein großartiges Finale gegen Chad Trump, ein mitreißendes Match. Und war im Crucible Theater so nah dran wie noch nie. Einen möglichen großen Erfolg erst im Halbfinale von Mark Selby in Decider gestoppt worden. Viele, viele Punkte, die er mitgenommen hat aus dem Vorjahr. Mehr an Schwarz vorbei. Drückt die aber weiter nach oben in Richtung Pulk. Die geht zwar noch zu beiden Seiten, aber da braucht es eine sehr präzise Stellung. Die rote, die geht in jedem Fall für Allen. Oh, das war deutlich zu dünn. Und wieder legt er sie direkt vor den, ja fast schon direkt vor den Tascheneinlauf. Wieder kann sich Wilson gar nicht wehren gegen diesen Einsteiger.
kreative Lösung von Karen Wilson, die Bockhand da ein bisschen höher zu bekommen, stabiler zu bekommen. Wow. Dann mit dem quergelegten Hilfskühl zu arbeiten. Und das bringt Erfolg und die entsprechende Stellung auf Schwarz. Nein. Mit der Öffnung kann er arbeiten, wenn er über Schwarz fortsetzen kann. Leichterer Ball wäre sicherlich Pink auf die Mitte. Die Mitteltasche links. Ja, und da sucht er sich den Weg danach schon mal raus. Also er scheint von Schwarz überzeugt zu sein. Seventeen. Da hält er den Spielball sehr präzise auf Kurs. Ist ja nicht immer der Fall bei Karen Wilson, auch im heutigen Match nicht immer. Hier war die Spielballkontrolle extrem wichtig. Wenn er eben über Schwarz fortsetzen will, braucht er diese Gasse zwischen den beiden Roten. Das ist die Entscheidung zugunsten von Mark Selby. Da wollen wir schon mal kurz rüberschauen. Schwarz braucht er noch, Schwarz locht er. Und damit dreht er diesen Rückstand von 65 Punkten im sechsten Frame und gewinnt das Match gegen Tian Pingfei mit 4:2. Selby trifft in der dritten Runde. Der nächste Kracher wartet auf uns, auf Xi Xiaoyi. Zuvor bereits zu Ende gegangen. 39. Die Partie zwischen Matt Zelt und Zach Surety. Zelt hat sich damit 4:1 durchgesetzt. Trifft seinerseits in der dritten Runde auf Jack Lisowski. 44.52.
58. Rot und die nächste Farbe, egal welche, bedeuten Frameball für Wilson. 59. Kein ganz unwichtiger Schritt, dass er sich hier die rote, die beiden roten da voneinander löst. Den nachlaufenden Spielball, das hat er super gelöst. 66, 67. Auch da noch ein bisschen nachgearbeitet, auch wenn die Wirkung nicht allzu 74. groß war, aber die kommt schon ein Stück weiter rein in den Tisch. Wird nicht mehr die große Rolle spielen. Den hat er spätestens jetzt sicher. Und das war auch gut so. Denn die nächste Stellung auf die Farbe passt nicht. Lässt sich über die grüne Tasche allerdings noch korrigieren. 80. Double Versuch, um hier auf Sentry-Kurs zu bleiben. 81. Hat sich angeboten, ließ sich über die andere Seite mit der nächsten roten, mit der letzten dann ja auch noch mal praktizieren. 88. Braucht er gar nicht, weil er diesmal die richtige Stellung findet. Und damit ist die Chance da für das zweite 89. Century in Folge. Und es wäre ja ein Jubiläums-Century, es wäre sein 400. Wäre der 16. Spieler, dem dieses Kunststück von 400 Karriere-Centuries gelingen würde. 94. 96. Grün und braun braucht er noch. 99. 103. Publikum wird hier also gut unterhalten, bis dato allerdings ausschließlich 108. von Karen Wilson. Mark Allen bisher einen Punkt vom Tisch genommen. 114. Er will die Clearance. 121er Clearance von Kyron Wilson. Spektakulär. Und das war kein einfaches Break. Geht der Warrior damit mit 2:0 in Führung. Eine 112 folgt eine 121. Bitte, so das weiter. 2:0 Führung für Kyron Wilson hier an unserem TV-Tisch, an Tisch Nummer 1. Eine 112 gefolgt von einer 121er Clearance, kleiner Zahlendreher. Wilson hat das hier, was das Offensivspiel betrifft, bisher klar unter Kontrolle. Und es war der Zwei-Loch-Fehler von Mark Allen, die diese Breaks ermöglichten. Der erste Break ja Richtung Maximum unterwegs. 14 mal rot, 14 mal schwarz gelocht von Kyron Wilson. Hier dann die letzte rote nicht mehr fallen möchte, da kriegt er keine richtige Stellung mehr drauf. Und der Lochfehler im zweiten Frame bringt wieder den direkten Einsteiger für Wilson. Und eine 121er Clearance. Also der hat sich jetzt zweimal massiv mit Risikobällen die Finger verbrannt. Und auch dieser Einstieg ist jetzt nicht wirklich 100% safe.
Kann er versuchen, wenn die Rote oben sicher liegen bleibt. Klar, nach zwei Centuries versuchst du so einen Ball. Selbstbewusstsein ist mehr als gepolstert. Und unten liegt ja nichts. Großgefährdendes von für Kyron Wilson. Also insofern war das natürlich jetzt ein Risikoball mit entsprechender Einschätzung. Deshalb auch mit dem entsprechenden Tempo gespielt. Jetzt hat sich Ash Carty tatsächlich den vierten Frame gesichert, diesen Marathon-Frame. Führt mit 3:1 gegen Daniel Wells. Und dann geht's gleich los an den Tischen 2 und 3. In wenigen Minuten werden also die auch wieder befüllt werden. Wir werden uns dann natürlich auch immer zwischenzeitlich um die Ergebnisse kümmern. Für Sie der Hinweis, wenn Sie alles live mitverfolgen wollen, Discovery Plus wäre die richtige Adresse für den kompletten Überblick. So, jetzt haben wir aber ordentliches Gefahrenfeld, ein Minenfeld in Rot hier auf den Tisch gebracht. Will jetzt keiner mehr den Spielball nach oben bekommen. Läuft die weit genug? Ja. Das war wichtig, dass die Rote da weit genug nach rechts rüberläuft, sonst wäre es die nächste dicke Chance geworden für Wilson. Klar, auch er arbeitet mit Zugball. Hier will natürlich jetzt niemand den Spielball oben oder Richtung Tischmitte bewegen. Das könnte in diesem dritten Frame schon tödlich sein. Da kommt er wirklich glücklich davon. Sehr durchwachsenes Bild. Selten, dass wir so viele Rote oben im Tisch versammeln. Obere Hälfte mittlerweile schon mit 7 Roten dekoriert. Also relativ ausgewogen, die Verteilung der Roten oben und unten am Tisch. Ja, gefährlich offen. Die Suche nach der richtigen Safety wird jetzt hier zur Mammutaufgabe für Wilson. Gedanke ist hier natürlich, Spielball hinter Grün zu halten. Das geht auf. Da liegt Rot oben sicher. Und auch das ist eine gute Safety, eine richtig gute Safety von Wilson. Der spielt mir heute defensiv sehr stark. Verdient sich dementsprechend dann auch die Chancen. Wird noch ein bisschen lustlos, ein bisschen unangekommen, Mark Allen.
Hat er die nicht bedacht? Oder ist ihm das als Malheur passiert? Denn die rote in die rechte Mitteltasche geht schon. Wow. Aber wie gesagt, das ist ein schöner Einsteiger für Kyle Wilson, der ihn weit tragen könnte. Da eine gute Safety noch zustande zu bekommen. Bei dem Bild, das sie sich hier mittlerweile zusammengestöpselt haben. Das war schon aller Ehren wert. Von beiden. Seven. Eight. Fifteen. Seventeen. Eighteen. Twenty. Twenty-one. Twenty-seven. Just got einer der stärksten Spieler überhaupt im Circuit, was den 28. Was die Arbeit mit dem Hilfskühl betrifft, Kyron Wilson. Das ist bisher auch in diesem Match gut unter Beweis stellen können. Überhaupt ist er hier aktuell der stärkere Spieler. Kann auch in jedem Frame auf die Fehler warten von. Ist er zum dritten Mal in Folge in der Lage, diesen ersten Fehler auch direkt zu lösen? Nein. Callum Wilson, 35. Es geht nichts zusammen bei Mark Allen. Und das ist ja wieder ein Fehler, der sofort die neue Chance bringt für Kyron Wilson.
Das war ja jetzt auch kein knapper Ball bei Magel. Ja, könnte ein Arbeitstag für ihn werden, der hauptsächlich auf dem Stuhl stattfindet. Nine. Callum Wilson 16. Spielfluss auch bei Wilson jetzt raus. Könnte die Hoffnung nähren, für Mark Allen hier doch noch stattzufinden in dieser Partie. Sehr dünn geht die. Aber wenn es nicht läuft, kommt auch das Quäntchen Pech dazu. Oh, nicht zu fassen. Ein Tick zu dünn gespielt. Und wieder legt er die rote, das ist ja ein Déjà-vu, par excellence für Mark Allen. Wieder legt er sie direkt vor den Einlauf. Das ist die dritte Chance, die Carl Wilson jetzt hier bekommt. Six. Yeah, sure. Wandelt allerdings in diesem dritten Frame nicht mehr ganz so sehr auf der sicheren Seite. Muss wieder ein Stellungsfehler mit Hilfskü korrigieren. Das klappt zum ersten Mal nicht. Callum Wilson 6. Das Pech, das Mark Allen über die bisherigen 2,5 Frames hier verfolgt. Sicherlich auch damit zusammen, dass die Fehler von Kyle Wilson selten so dramatisch ausfallen wie die von Allen. Auch hier ist das jetzt kein klarer, kein selbstverständlicher Einsteiger für Mark Allen, der nach diesem Lochfehler von Wilson entsteht. Ganz im Gegensatz zu den Fehlern, die Allen selbst begeht. Die waren in den ersten beiden Frames sofort tödlich.
Der legt die zweite Rote da oben zwar sicher an die Bande, aber auch das hilft ja eher Kyron Wilson als ihm selbst. Denn Wilson hatte das Polster von 57 Punkten. Wow. Starker Ball. Soweit ist er nicht mehr entfernt vom Frameball. Noch der Pink hat er 64 Punkte Vorsprung bei noch 67 auf dem Tisch. Die nächste rote ist der Frameball. Die braucht er unterhalb und er bekommt sie unterhalb, um in die Mitte fortsetzen zu können. Seven. Eight. Fourteen. Fünf Fouls jetzt schon nötig für Mark Allen, um hier überhaupt noch ausgleichen zu können und höchst theoretisch eine Respotted Black zu erzwingen. Dazu die schwierigen Roten auf dem Tisch, da ist ja keine einzig leichte mehr. Selbst wenn Blau nicht fällt, bezweifle ich, dass Allen hier nochmal aufsteht. Oh. Fällt aber und wie? Danke. Sie. Ja, und wenn es Glück auf deiner Seite ist, dann fällt eben auch so eine braune, die mal hier kurz Flipper spielt. Aber diese blaue 20. War wieder absoluter Luxus. Überragendes Lochspiel, einmal mehr von Kyron Wilson. Nur hat er in diesem Frame, im Gegensatz zu Frame 1 und 2, vier Chancen gebraucht. Aber er bekommt sie eben auch. Gegen einen weiterhin indisponiert wirkenden Mark Allen. Kyron Wilson, 25, on the frame. Die vierte Chance von 25 Punkte erreicht dann natürlich. Wilson führt mit 3:0 und jetzt steht Mark Allen nicht nur mit dem Rücken zur Wand, sondern ist da schon komplett auf Press. Vier Frames noch zu spielen, alle vier braucht Allen. Thank you, the fourth frame. Wir haben kurz vorbeigeschaut in der Pause für Sie, liebe Zuschauer bei Eurosport. Daniel Wales im Break über die 50-Punkten-Marke. Sieht also so aus, als könnte der Waliser hier zumindest an Tisch Nummer 4 verkürzen auf 2:3 gegen Ashley Carty im bisherigen heutigen Marathon-Match. Heute Vormittag ja bereits Ryan Day, der Titelverteidiger, erfolgreich gewesen. Genauso Ding Shunui, der wieder über den die Seite gehen musste. Diesmal gegen Liu Hongyu, seinen Landsmann. Fan Xingyi, der gegen Ross Moyer 4:1 gewonnen hat. Genauso wie Hi Guoqiang, der Mohammad Asif mit 4:1 in die Schranken gewiesen hat. Die bisherigen Ergebnisse am Nachmittag. Robbie Williams mit diesem Überraschungs- und Achtungserfolg um 4:1 gegen John Higgins. Mark Selby nach anfänglichen Schwierigkeiten 0:2 Rückstand, am Ende doch mit 4:2 gegen den chinesischen Routinier Tianping Fei durchgesetzt und Matt Selt ohne Probleme gegen Zach Surratti.
Touching ball. Muss also Rot nicht anspielen, Kyron Wilson. Nachdem hier ein Touching Ball vorliegt. Das heißt, Weiß berührt Rot. Und verhindert jetzt geschickt, dass Mark Allen noch mal nach unten in den Pulk einfach kurz reinspielt. Geht allerdings auch über die lange Bande. Ja, sure. Ein 72er Break rettet Daniel Wells an Tisch Nummer 4 für den Moment, sichert ihm Frame Nummer 5. Damit verkürzt der Waliser gegen Ashley Carty auf 2:3. Reicht die Chance schon für Wilson? Nein, tut's nicht. Jetzt gibt's auf die linke Mitteltasche eine gute Gelegenheit für Mark Allen. Den zweiten Ball im gesamten Match. Zweiter Punkt insgesamt für Mark Allen. Seventeen.
Yeah, sure. 24. Klasse gelöst. Wichtiger, ganz wichtiger Ball für Mark Allen gewesen. Erste schwierige, wirklich knifflige Situation in diesem Break, damit gut überstanden. Und er braucht diesen Frame, ist klar. Er braucht alle verbliebenen Frames. Thanks. Forty-six. Kurzer Zwischenstand von Tisch Nummer 2. Ispreet-Singh Sharra hat sich da den ersten Frame geholt. Gegen Stuart Bingham führt mit 1:0. Foul. Mark Allen 54. Karen Wilson 4. Schauen wir nochmal drauf. Ja. Oh, ist das bitter. Ein ungünstiger Zeitpunkt in der Situation von Mark Allen für das Foul. Hätte man sich gar nicht ausdenken können. Tisch ist offen. Eine rote rechts von der Bande, die könnte Kyron Wilson hier Probleme bereiten. Ist das bitter für Mark Allen? Den Kontakt gar nicht gesehen, ob Spencer sofort reagiert. Und auch nicht interveniert von Mark Allen, der sich wohl selbst sehr schnell klar war. Dass da ein Kontakt bestand. Wie auch immer, er muss nach 54 Punkten den Tisch verlassen, liefert 4 Foulpunkte für Kyron Wilson, der mit einem Rückstand von 51 Punkten an den Tisch kommt. Genau diese 51 Punkte liegen nach der nächsten roten ja immer noch auf dem Tisch. 14. Anders ausgedrückt, er hat genug Futter, um diesen Frame noch zu drehen und damit das Match per Whitewash für sich zu entscheiden. Erster Versuch, die Rote da rauszubewegen, misslingt. Und die braucht er schon auch noch. Ja.
21. Auch der zweite Versuch ist zu dick. Und wieder hat er keine vernünftige Fortsetzung. 20. Könnte natürlich über die kleinen Farben ausweichen, verliert dann allerdings den Spielball. Und hätte die nächste schwere Rote vor der Brust. 20. Genug Wirkung, um den Spielball da rechts unterhalb von Rot zu positionieren und die dann auf die linke Mitteltasche lochen zu können. Braucht wieder ein Hochrisikoball auf dem langen Weg. 20. Ja, wenn es läuft, läuft's. Ne? Beim einen hängt der Haken tief drin, der andere ist auf hoher See unterwegs bei Fullspeed. Das ist ja Wahnsinn, was Kyle Wilson hier an Reparaturmaßnahmen verrichtet. Sattelfest. Unglaublich starkes Lochspiel weiterhin vom Warrior. Aber nach wie vor diese problematische letzte Rote. Zwei Versuche hat er schon unternommen, die da aus der Bande rauszuholen. Beide Male ist er daran gescheitert. In dem Fall das Double. 35. Und dann hat er noch das Glück, dass Rot hinter genau hinter Grün läuft. Ja, das passt zum Spielgeschehen, wird sich Mark Allen denken. Danke dafür. Oder anders ausgedrückt, danke für nichts. Ganz so sehr müssen wir den Teufel hier allerdings auch nicht an die Wand malen für Mark Allen, denn der hat bei 35 Punkten auf dem Tisch ja die Führung. Auf dem Scoreboard 15 Punkte der Vorteil, den er hier noch hat. Also immer noch die besseren Karten für den Nordiren, diesen vierten Frame zumindest schon mal für sich zu entscheiden und damit drin bleiben. Das muss ja das erste Ziel sein, diesen Frame gewinnen, drin bleiben im Match und dann von Frame zu Frame denken. Die läuft ein bisschen weit. Die läuft zu weit, das ist die Chance für Allen. Nimmt er das Risiko? Hat er jetzt das Selbstverständnis? Hat er das Selbstvertrauen? Und er weiß ja auch, hier ein Fehler, das Match könnte vorbei sein. Er hat den Mut und er hat das entsprechende Glück in dieser Situation, dass ihm ja bisher das komplette Match ja regelrecht gefehlt hat, abhanden gekommen ist. Dann lässt er Braun auf dem Tisch liegen. Und serviert Stellung auf Gelb. Durch den Kontakt auf Blau auch noch perfekt gelaufen. Also viel besser hätte er den ja wieder nicht legen können für Kyle Wilson. Ach, das könnte ein Match zum Vergessen werden. Ein Match, an dem er wahrscheinlich heute Abend noch länger zu knappern hat. Wenn Wilson es schafft, jetzt das zu durchschreiten. Aber besser kann die Chance eigentlich gar nicht mehr sein. Stellung auf Braun, noch ein Schlüsselfaktor. Nein.
Da muss er ja wahrscheinlich dann nach dem Match eine Dankesrede an Mark Allen verfassen. Bei dem Verlauf. Das ist natürlich immer von beiden Seiten zu betrachten ist. Wilson hat hier immerhin eine 112 im ersten gespielt, eine 121 im zweiten. Und brilliert immer wieder mal mit seinem überragenden Lochspiel. Schwarz für die endgültige Entscheidung. Die 27er Clearance von Kyron Wilson beendet diesen schmerzhaften Arbeitstag von Mark Allen. Und damit haben wir jetzt die Gewissheit, auch nach dem British Open wird Ronnie O'Sullivan die Nummer 1 der Welt bleiben. Kyron Wilson darf sich auf den nächsten Kracher freuen. In der dritten Runde trifft er morgen auf Barry Hawkins, den European Masters Champion. Also Wilson gegen Hawkins morgen, das Match der beiden letzten European Masters Champion in der Vorsaison hat ja